Hallo Leute und willkommen zurück hier bei Liokra zu einer neuen Folge Redstone Bunker bei THC. Und zwar kümmern wir uns heute mal um diese vier Items hier, denn die werden ja so halb gecheatet. Game Mode 3. Und das wollen wir mal ändern. Erstens fangen wir hier an. Game Mode 1. So. So, jetzt brauchen wir den Monster Spawner. Hilf. Mob Spawner. Zack. So, jetzt gehen wir wieder in Game Mode 3. Entschuldigung, dass ich eben so leise war. Von oben. Die erste Sache ist fertig. So. Zweite Sache, das finde ich geht auch nicht. Aber mittlerweile habe ich herausgefunden, wie es einfach geht. Loh. Erschaffe Loh. Zack. Eier austauschen, zack, zack, zack. Oh, das ist... Gut, das geht nicht wie gewünscht, aber... Gut, dann müssen wir hier das lassen. Schade. Hätte es gern gehabt. Jetzt kommt der, der wird einfach jetzt mal gekillt. Emeralds einfach so zu generieren ist irgendwie Schwachsinn. Es gibt ein Startkapital und damit muss der Bunker haushalten. Ist meine Meinung. Könnte ja sonst wieder auf die Seite gehen. Das daneben an muss ich dann mal wieder fixen. So, wir gehen weiter. Hähnchen. Hähnchen auf diese Art und Weise zu generieren. Nee. Also da werde ich mich auch nochmal drum kümmern, und zwar... schalten.
So, also hier werde ich auch nochmal eine Hähnchenfarm bauen. Die können wir dann, keine Ahnung, wo anbauen. Hier unten drüber Hähnchenfarm. Sollte, denke ich, gehen. So, soweit, so gut. Dann, was gibt's noch? Ah, ein bisschen mehr hier an dem Raum. Wie kommt man da ran? Ach, einfach von oben rein. Entschuldigung, hab nichts gemacht. So, hier. Der 5-Minuten-Counter ist mittlerweile. Kann man laufen, oder? Ja, geht. Das hier ist es angeschlossen. Nein, hier fehlt noch eine Station. Und zwar muss an der Stelle, ja, das ist jetzt, das leckt noch ein bisschen, aber es wird sich gleich ändern. Und zwar muss hier das hier noch angeschlossen werden, diese Leitung. So. Und zwar muss das von dieser Seite hier kommen. Ungefähr so. Ja, jetzt geht's. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Verstärker. So, das ist jetzt aufgemacht. Nächste Sache, die gemacht werden muss, Anzeige über das IMS-System. Jo, würde ich sagen schon. Wir machen eine Anzeige. Denn die fehlt hier noch. IMS. Und zwar kommt die dann rechts daneben hin. Ich nehme mal wieder Quarzblock. Das hier abzugrenzen. Eine Reihe Quarzblöcke. Und dann für die IMS nehmen wir schon das dunkelgrüne Beton. Also grüner Beton ist das. Gut, das war nicht so sinnvoll. So, werde ich noch mal reingelassen, ja. Und zwar nehmen wir da als Anzeige Fackel oder Lampe, was nehmen wir? Das ist die. Wir legen als allererstes mal die Leitung. Überlegen wir uns, ah ja, IMS wurde angefordert, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Dann ist grün auch die Leitung fürs IMS. Acht, neun. Elf, zwölf. 5 Minuten Taktgeber. So hoch dürfen wir also nicht. 13. Verstärker.
weil wir es können. So, jetzt können wir hier anschließen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hoffentlich geht's. 11, 12, 13 geht. So. Und dann habe ich mich doch entschieden, dass wir hier eine Lampe nehmen. Und da das auch ebenfalls eine Anzeige mit mehr ist, kommt hier ein IMS-Schild. Und zwar ist das hier IMS-System. Na. S-System. So. System wurde angefordert. Naja, wie nennen wir das? Freigabe angefordert. So. Was gibt's noch? Da geht eine Leitung gleich nach hinten. Jetzt. Die Freigabe hier wurde doch angefordert, oder? Ja, Melonen sollten geholt werden. Moment, wenn ich hier eine Fackel. Na, wenn ich mir hier eine Fackel mal kurz klaue und damit kurzzeitig einen Impuls abgebe. Ja, jetzt fährt es los, jetzt fährt es los. Gut, jetzt passt's. Jetzt passt es wieder. Moment, wieso kommt es zurück? Na, jetzt ist es weg. Hier ist irgendwas passiert. Jetzt deswegen geht's nicht. Gut, das Problem wäre gelöst. Also ich muss den Bunker wirklich nochmal auf Herz und Nieren überprüfen. Gut, das ist gelöst, das ist gelöst. Machen wir noch eine Anzeige, wenn im Minecraft zurückfährt? Nee, lassen wir. Aber wir brauchen noch eine Anzeige für das EMS-Sortierungssystem Warteschlange. Und zwar diese EMS-Warteschlange ist doch hier vorne irgendwo. Ja, hier unten ist die. Schick hat auch grün. Gehen wir jetzt in den Game Mode 3, damit ich gucken kann, wo kann man am sinnvollsten angreifen. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Sonst würde der Schrott hier losfahren. Dieser Kolben wird gepowert von diesem. Und das wird gepowert von diesem. Und das wird gepowert von... Nicht. Doch von dieser Fackel. Die wird gepowert von dieser Leitung.
Die bezieht ihren Saft von. Moment. Woher kommt diese rosane Leitung? Ein Kondensator auf dem Dach. Ich würde mal sagen, wir bauen das System neu, aber das machen wir im nächsten Part. Und ich würde sagen, One. Ich würde jetzt nämlich sagen, macht's gut, bis zum nächsten. Ja, das war auch sinnvoll.